Was eine wunderschöne Ansicht. Die Nachbarn brennen und die Sonne geht langsam auf. Hier in der Version Alpha 1.2.4-01. Ja Leute, damit mache ich erstmal den Sound ein bisschen leiser bei mir, weil die Zombies verdammt laut sterben. Und dann möchte ich euch herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Minecraft-Let's Play hier heißen. In der nächsten Version. Ich habe zwischen den Folgen einiges getan. Einerseits habe ich unser Inventar ein bisschen aufgeräumt. Andererseits habe ich eine Menge Kobbel aus der Mine geholt. Na gut, Menge ist relativ, aber ein bisschen was. Ich habe mir überlegt, was wir als nächstes bauen wollen. Und ich habe dieses Versionsupdate durchgeführt. Und das Wichtigste, was ich endlich gemacht habe, den Scheißbug mit der Maus gefixt. Also jetzt kriege ich nicht dauernd mehr irgendwie die Maus hier komplett reingetwistet. Das funktioniert jetzt endlich ordentlich. Und ja, das ist sehr schön. Fun Fact, ich habe dafür das Video von Ant Venom geguckt auf YouTube. Der hatte nämlich ein ähnliches Problem mit neueren Minecraft-Versionen und hat mir ein bisschen den Arsch gerettet. Weil das schon ein weirder Bug war, den ich einfach nicht eingrenzen konnte. Im Endeffekt, was war das Problem? Die Polling Rate von meiner Maus. Beziehungsweise, ja, einfach kurz mal auf Billo erklärt. Die Anzahl, wie oft mein PC quasi meine Maus nach Daten abfragt. Bezüglich, ey Bruder, wo ist die Maus, wo muss der Mauszeiger hin? Stand auf 1000 Hertz, ist halt eine Gaming-Maus, ne? 1000 Hertz, also 1000 mal die Sekunde. Und da kommt altes Minecraft scheinbar überhaupt gar nicht drauf klar und scheißt komplett ab. Das heißt, ich habe meine Maus jetzt extra ein neues Profil gegeben für Minecraft und habe das quasi auf 125 Hertz, auf den niedrigsten Wert runtergestellt, der halt so supported wird. Und ja, Problem gelöst, ne? Jetzt die DPI noch neu eingestellt, also die Sensitivity quasi von der Maus. Und jetzt sieht alles ein bisschen besser aus. Also, beziehungsweise, ja, jetzt habe ich halt diesen blöden Bug nicht mehr, ne? Ich verstehe nicht ganz, warum, weil der war vorher eigentlich nicht da, meine ich. Der kam erst später irgendwann dazu. Aber hey, keine Ahnung, ne? Es ist halt so gewesen. Weiß ich jetzt auch nicht. Den haben wir auf jeden Fall endlich gefixt. Das heißt, falls irgendwer von euch ähnliche Probleme hat, dann, ja, checkt mal eure Maus-Settings, beziehungsweise nehmt eine Maus, die halt einfach für Office und nicht für Gaming gedacht ist, weil die hat dann gar keine so hohe Polling Rate. Hätte ich also so eine billige HP-Maus oder sowas gehabt, dann hätte ich hier keine Probleme. Ja, geil. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Nee, habe ich aber gefixt. Passt. Apropos gefixt. Version 1.2.4.01 bringt nichts Neues an Features mit, außer halt eine Menge Bugfixes. Version 1.2.4 ist übrigens gar nicht mehr spielbar, gar nicht mehr auswählbar. Das heißt, ja, an der Stelle nicht wirklich viel Neues. Ein lustiger Bug, den die Version 1.2.4.01 gefixt hat. Also dieser kleine Bugfix, den wir hier gerade spielen quasi, von der 1.2.4. In der 1.2.4 hat Notch irgendwelchen Debug-Code drinne gelassen, der dafür gesorgt hat, dass nur Creeper gespawnt sind als Mobs. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir diese Version nicht spielen müssen. Sagen wir es, wie es ist. Weil, ja, nee, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf gehabt, ehrlich gesagt, auf nur Creeper. Ihr kennt unsere Erfahrung mit Creeper in diesem Projekt bisher und das wäre nicht gut ausgegangen, glaube ich. Von daher bin ich doch einigermaßen glücklich damit, dass wir jetzt mit normalen Mobs spielen dürfen. Ja, Leute. So, ihr seht, ich bin ja schon groß am Buddeln. Ich hatte ja angekündigt, ich mache mir ein paar Gedanken, was wir als nächstes Projekt machen können. Ich wollte jetzt ein bisschen... So, die Schippe wollte ich noch kurz kaputt machen. Ich wollte jetzt ein bisschen Abstand nehmen von der... ja, wie sagt man? Von unserem... Bauprojekte hinter der Kirche, weil irgendwie habe ich das langsam gelangweilt, immer nur dasselbe zu machen. Wir machen das natürlich fertig, das ist ein ganz klarer Fall. Und das wird auch relativ bald sein. Ne? Ich habe jetzt nicht umsonst den ganzen Kobbel hier rausgeholt. Aber ich wollte jetzt ganz gerne erstmal ein bisschen was anderes machen. Und ich habe mir überlegt, dieser ganze Sand hier fuckt mich ein bisschen ab. Deswegen hatte ich tatsächlich jetzt vor, das hier ein bisschen zu terraformen. Diesen Sand hier rauszuruppen oder zu überlagern, eins von beidem. Und dann hier so eine kleine Parkanlage draus zu machen mit dem See hier vorne auch. Das heißt, ich überlege jetzt gerade, ob wir das hier einfach auf dieses Level angleichen. Oder ob wir das den Sand rausruppen und dann einfach ersetzen. Ich glaube, wir könnten es auf dieses Level angleichen. Dann haben wir hier nämlich eine schön große Fläche, die wir so parkmäßig ein bisschen anlegen können. Dann muss ich nur tatsächlich gucken, wie wir das mit dem... Teich mit dem See machen, ob wir den davor setzen oder ob wir das dann da rein auslaufen lassen oder sowas. Wir könnten natürlich hier auch gleich so eine unterirdische Höhle irgendwie mit reinbauen, ne? Ich meine, wenn ich das jetzt hier überdecke quasi, haben wir ja automatisch da irgendwie so eine Höhle. Das wäre eventuell eine Idee.
Weiß ich nicht genau. Ich habe jedenfalls überlegt, halt, wir haben ja so viel Erde in unserer Truhe liegen, die wir da hinten bei der Kirche rausgeruppt haben, unter anderem. Irgendwas müssen wir damit ja machen, ne? Und wie gesagt, hier den ganzen Strand. Es ist mir ein bisschen zu viel Sand, ja? Ein bisschen zu viel Sand. Von daher, ja, habe ich gedacht. Was ist das denn? Lass uns den einfach mal wegzimmern. So, das war auch jetzt aber tatsächlich mehr Erde, als ich erstmal so gedacht hätte. Ein weiteres wichtiges Projekt tatsächlich, was wir danach angehen können, wird sein, auf diesen Berg da oben einen Turm draufzusetzen. Ich muss mal gucken, wie hoch das da oben ist, wie hoch die Baugrenze ist. Und ich glaube, die Baugrenze ist in dieser Version von Minecraft noch bei 256 Blöcken, meine ich. Das heißt, je nachdem, wie hoch dieser Berg geht, können wir gar nicht mehr so hoch bauen da oben. Das ist natürlich dann relevant dafür, je nachdem, wie groß ich den Turm quasi machen möchte, if you know what I mean. Ja, das müssen wir uns dann überlegen. Ich wollte aber auf jeden Fall einen Turm mal haben, so einfach als Landmark quasi, wenn wir mal irgendwann irgendwo anders hinlatschen, dass wir den halt unseren Point einfach wiederfinden, unsere Basis. Ne? Klar, ich könnte auch einen Kompass bauen. Gibt's schon Kompass? Oh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Bin ich jetzt gar nicht ganz sicher. Könnte ich euch jetzt tatsächlich nicht genau sagen, ob es schon einen Kompass gibt. Naja. Wie auch immer, es sei wie es sei, Haferbrei. Ich habe noch ein bisschen Kohle gefunden zwischen den Aufnahmen. Ich wollte Erde, Erde, Erde. Ah ja, genau, da hat man, hier, da hat man kurz den Koppel gesehen, den ich rangeholt habe. Es ist nicht so krass viel, aber es ist schon ein bisschen was, denke ich. Geht fein. So, jetzt nehmen wir hier ein bisschen Erde wieder mit. Und ich bräuchte eine neue Schippe. Oder am besten mehrere. Ja, jetzt wo ich das gerade so überlege, theoretisch könnten wir da unterirdisch irgendwas draus bauen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt ja den Luxus quasi, dass da sowieso automatisch mehr oder weniger eine Höhle entsteht. Dann lass doch da einfach was draus bauen. Warte mal. Was ist denn da in der Nähe? Jetzt lass mal hier so umgebungstechnisch mal ein bisschen spelunken. Was mir gerade auffällt, ich könnte euch dieses Loch hier auch mal fixen irgendwann, ne? Was der Creeper damals hier reingerissen hat. So, komm. So. Jetzt fließt das Wasser auch nicht mehr die ganze Zeit. Und da ich ja jetzt mal ein bisschen Sand dabei hatte. Apropos ein bisschen Sand dabei. Lass uns diesen Streifen hier, glaube ich, auch noch wegmachen. So. Wie viele Höhlensounds? Ist das wegen meiner Höhle da vorne oder ist die eine andere? Oder ist das wegen der, die ich hier angelegt habe? Ne, wir könnten das halt hier. Wir könnten das natürlich auch einfach mit. Okay, warte mal. Warte mal. How about, wenn wir jetzt hergehen, das hier noch mit Erde zuziehen? Vielleicht bis hier. So. Und danach bauen wir da Holz hin. Holz dran. Dann haben wir nämlich oben jetzt eine relativ große Fläche an Erde, wo wir ein neues Gebäude draufstellen könnten. So. Und dann würden wir jetzt quasi hergehen. Und da einen Holzboden reinziehen. So, dann würden wir hier das noch eins tiefer machen, damit wir da ein bisschen mehr Platz drunter haben. Das finde ich vielleicht gar nicht so blöd, die Idee. Und dann können wir hier unten was reinbauen. I mean, ich weiß noch nicht genau was. Das überlege ich mir dann noch. Wir könnten hier eine Garage. Logisch, was man so braucht. Nee, aber actually, das könnte eine U-Bahn-Station oder sowas hier werden, theoretisch. Aber so tief runter möchte ich eigentlich nicht damit. Oder halt so eine Art Schiffswerft sozusagen. Was aber keinen Sinn macht, weil wir ja keine Connection zum Meer da vorne haben, ne? Das wäre so ein bisschen schwachsinnig, glaube ich. Was es aber halt werden könnte, wäre so ein, also wir könnten hier so ein Farmhaus hinstellen. Diese Area da vorne dann automatisch mit erschließen. Ich hatte eh überlegt, diesen Berg hier so ein bisschen abzutragen. Damit wir hier nicht mehr von unserem Haus aus auf so einen Hang drauf starren.
Ja, es hat zwar ein bisschen was, aber halt irgendwie auch nicht so richtig. Und dann tragen wir das hier so mindestens zwei Layer ab. Und wären wir auf dieser Höhe, vielleicht dieser Höhe. Das wäre schon ein bisschen angenehmer, glaube ich. Und dann könnten wir da ordentlich was draufzimmern eigentlich. Ja, das hätte vielleicht was. Ist echt schon wieder dunkel. Ah, dann war der Tag aber nicht lange. Naja, so rund über 10 Minuten, also wie immer, ne? Der hübsche Nebeneffekt ist, wenn wir das hier raushoben, dass wir schön viel Glas für Sand haben. Was? Schön viel Sand für Glas haben. Ich leuchte das jetzt hier mal kurz ein bisschen aus, damit mir gleich nicht irgendwie ein Creeper auf dem Kopf spawnt. Weil das finde ich tendenziell immer eher ungeil. Sagen wir es mal, wie es ist. So. So, so, so. Wir könnten halt hier auch so einen Anglerteich draus machen eigentlich, ne? Das wäre an sich auch eine Option. Dann machen wir da unten so einen Anglerstand rein. Hier oben kommt irgendwie ein Haus drüber. So ein Wohnhaus oder was auch immer. So. Das ist eine Idee. Aua. Das ist eigentlich eine Idee. Dann könnten wir es aber auch natürlich probieren, hier so ein bisschen natürlich zu belassen. Dass ich hier unten das jetzt nicht mit Holz irgendwie auskleide. Ne, sonst wird es so ein bisschen natürlich belassen. Das wäre natürlich auch eine Idee an der Stelle. Was ich jetzt überlegt hatte gerade. Ich habe keinen Eimer dabei, aber das ist okay. Dass wir hier jetzt den See ein bisschen vergrößern einfach. So. 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 Machen wir das hier mit ran. So, das muss ich halt nachher dann mit Wasser entsprechend auffüllen. Nevermind, hat sich einfach automatisch aufgefüllt. What? Ist ja cool. Okay. Ich glaube, in späteren Versionen hätte ich das selber auffüllen müssen, oder? Ich dachte schon. Naja. Habe ich Glas dabei? Nee. Ich habe mir überlegt, jetzt einfach hier so einen Glasrahmen drumherum zu ziehen. Weißt du, wie das aussehen würde? Ich meine, dann könnte man theoretisch... So. Ich mache das hier noch ein bisschen breiter, glaube ich. Unsere Gruft. Oder was auch immer das hier wird. Da hinten stehen schon die ersten Nachbarn wieder. Nachtwandelnd in der Gegend. Schlafwandelnd. Nachtwandelnd. Alter, ich bin auch einer, ey, ne? Nachtwandelnd. Was ist denn da los, ey? Wer kennt das nicht, wenn man mal wieder nachts nicht schlafen kann und dann eine Runde Nacht wandelt? So, ich habe keine Schippe mehr. Wir sollten auch echt langsam mal wieder irgendwie so auf Eisenwerkzeug umsteigen, glaube ich. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das halt auch noch an den Rest der Welt anschließe, den Kram, ne? Ich hab's gewusst. Ich hab die Schritte gehört und es war mir direkt klar, es kann doch wieder nur ein Creeper sein. Es war so klar. Aber was soll ich euch sagen, Leute? Ich glaube, der hat in diesem Fall tatsächlich geholfen. Ich musste hier eben ein bisschen was noch rausruppen, also was soll das? Geil, Omar, ey. Let's go. Guter Kerl. Guter Kerl. Ja, wir müssen uns natürlich irgendwie überlegen, wie wir das nachher hier anschließen, ne? Aber ich schätze mal... man wird dann einfach den... Kram noch ein bisschen wegruppen und dann hier rüber so von der Seite daran laufen. Ja. Irgendwie so. Alter, was ist denn hier passiert? Plötzlich 30 Skelette gespawnt. Ich glaube, wir gehen durch unseren Garten ins Haus. Ich habe das Gefühl, dass meine Tür ein bisschen belagert wird. Was ist denn los mit denen wieder? Ich habe aufs Feld abgegrast zwischen den Folgen, weil das war nämlich komplett hochgewachsen und dann dachte ich mir, machen wir das weg. Okay. Von wo auch immer ich jetzt gerade beschossen wurde. Würde mich mal gerne haben, Jungs. So. Ja, warte mal, das war jetzt blöd. Ja. So. Zack. Okay, mein Inventar ist mir ganz schön voll jetzt, ne?
So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ah, hä? Was? Gehst du raus aus meinem fucking Feld? Arschloch. Habe ich das kaputt geschlagen? Durch die Tür durch? Ich glaube schon, oder? Wow. Weil der Rest ist noch ganz, das heißt, es war nicht der Zombie. Okay. Cool Story, Bro. Cool Story. So, ich würde gerne da hinten weiterbauen, aber... Ja, ja. Von wo denn, Alter? Könnte ich mal gerne haben. Oh, da scheint irgendwie ein Huhn verreckt zu sein hier auf dem... an unserem Wasserfall. Wollen wir den nochmal zur Hilfe verwenden? Willst du mich hier noch ein bisschen bergab reißen, Kollege? So, hier so? How about that? Ja gut, es... Also es hat fast funktioniert, wie es gedacht war. Ich wollte da schon ein Stückchen bergab reißen. Ich wollte nicht mit abgerissen werden. Aber im Kern war es keine schlechte Idee, glaube ich. Ja, Leute, einmal in die Luft gesprengt werden pro Part, das gehört halt auch an dieser Stelle einfach dazu, muss man sagen. Wie viele verflixte Creeper sind denn hier schon wieder? Oh. Ja, ja. Ja. Ja, nee, Digga. Also nee. Also nee. Warum sind denn da schon wieder an allen Seiten Creeper? Und dass jetzt hinter diesem Scheißblock echt eine Spinne sitzen musste, war halt wieder typisch, ne? Ja, das ist jetzt wieder ein Loch, weil ich nachher fixen muss. Da habe ich natürlich wieder Bock. Aber das da vorne war ja Absicht. Das ist okay. Bleib da drinne. Das war vollkommen in Ordnung. Das Loch hier ist jetzt wieder... Ja. Was soll ich dazu sagen? So, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, Jungs? Wäre voll gut. Ich möchte hier eigentlich einfach nur kurz da hinten zu meinem Bauprojekt. Ich könnte natürlich auch mal auf Peaceful stellen halt, ne? Die Mobs ausmachen für die Bauprojekte. Aber... Ja, ist halt langweilig, ne? Will ich eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht unbedingt. Ja, guck mal, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der hat hier schön den Hang weggerissen. So in der Art war es ja geplant. Ist gar nicht so schlecht Du willst mich verarschen. Moment, da kommen wir gleich dazu. Ich brauche erstmal meinen ganzen restlichen Kram wieder, bevor das nachher irgendwie despawnt. Da ist eine fucking Höhle wieder drunter? Ist hier überall eine Höhle drunter, oder was? Brauchst gar nicht so blöd, ankommen, verpiss dich! Missgeburt. Alter. Die Viecher sind schon stark, ne? Weil die so eine komische Hitbox irgendwie haben. So, haben wir jetzt alles? Ich glaube schon. So. Du willst mir jetzt echt erzählen, dass da schon wieder eine Höhle drunter ist? So ein fucking Joke. Muss ich jetzt mein ganzes Inventar wieder neu sortieren hier? Ich hasse das. So. Haben wir alles? Ich habe drei Plätze frei im Inventar. Passt das? Achso, ja, weil ich wegen dem Brot nicht gegessen habe. Habe ich alle Brote gegessen? Ja, eins habe ich noch. Okay. War das hier jetzt, ne? Achso, warte mal. Fackeln wollte ich machen, genau. Wo ich die zwei Kohle her eigentlich? So. Du willst mich doch verarschen, ey. Du willst mich doch verarschen. Hier sind einfach überall fucking Höhlen drunter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dude. Also ich meine, über das Eisen beschwere ich mich ganz sicher nicht. Oh nein, oh nein. Es ist wieder mein Garten all over again, Junge. Unter diesem gesamten scheiß Sandhügel hier, ne, unter diesem gesamten Sandfeld, ist halt einfach Höhle. Wie kann man eigentlich so ein Pech, slash Glück, slash keine Ahnung, mit dem fucking Weltengenerator haben. Das ist doch ein Joke. Ja, und dann sogar so eine Billo-Höhle, wo nicht mal irgendwas drin ist, ey. Drei Eisen und das war's dann. Junge. Das macht's beim Bauen jetzt wieder so kompliziert, weißt du? Weil ich wieder aufpassen muss, dass ich nicht irgendwo in die scheiß Höhle einsinke. Ja, kommst, brauchst gar nicht erst ankommen, du verreckst doch eh gleich. Mach dich weg. Alter. Ja. Ich würde sagen, wir machen das einfach zu.
und vergessen, dass dieses Loch existiert. So. Das ist wieder so typisch, Alter. Wirklich, das ist so typisch, dass da einfach wieder ein fucking Loch drunter ist. Okay. Aber Leute, hier das abzureißen war keine schlechte Idee, glaube ich. Weil jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz und dann können wir das dann nachher so ein bisschen hier rüber noch ziehen. Ne? Ich glaube, das ist okay. Überlegen wir uns im nächsten Part.